Eigentlich versteht sich niemand so sehr auf die Panikmache wie er. Keiner kann es so gut. Und vor knapp 2 Stunden habe ich mich bei Twitter über ihn aufgeregt. Da hat er nämlich getwittert, Zitat, in den USA ist eine neue Variante aufgetreten, die deutlich ansteckender als Omikron BA2 zu sein scheint. Niemand hört das gerne, aber es ist so. Das Coronavirus bleibt unberechenbar. Mal wieder eine Warnung. Nachdem Lauterbach erst vor wenigen Tagen prognostizierte, dass wir im Herbst eine Killer-Variante kriegen könnten. Aufgrund seiner evidenzfreien Warnung warfen ihm dann nicht nur Virologen wie Jonas Schmidt-Schanasit und Henrik Streeck Panikmache vor. Was wir in Deutschland brauchen, ist Schluss mit der Panikmache, Schluss mit den lauten Tönen. Und deswegen mein Wunsch, Karl Lauterbach soll endlich Karl Leiserbach werden.